Ja, servus zusammen, Peter Felser aus dem Oberallgäu, 12 Jahre Offizier, 20 Jahre Unternehmer und jetzt 4 Jahre harte Arbeit in Berlin. Das ist mein Lebensweg. Liebe Freunde, wir haben vorhin schon über die Flutkatastrophe gesprochen. Das ist keine Katastrophe, die vom Himmel gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine Katastrophe des Versagens der Altparteien. Wir haben gefragt, schon 2018, übt denn das Technische Hilfswerk noch zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz, mit den Stäben der Bundeswehr, mit den Maltesern? Was passiert eigentlich in Deutschland zum Thema Katastrophenschutz? Und die Antwort war mau von der Bundesregierung. Es passiert gar nichts mehr und jetzt haben wir die Opfer. In einem entwickelten Industriestaat haben wir über 170 Opfer zu beklagen. Und liebe Freunde, wir haben am Montag im Fraktionsvorstand beschlossen, wir wollen eine Sondersitzung im Deutschen Bundestag. Wir wollen die Verantwortlichen nach vorne ziehen. Wir wollen wissen, wer ist dafür verantwortlich und wer übernimmt auch diese Verantwortung in diesem Land. Und wir haben in dieser Woche Anträge ausgearbeitet. Wir werden Strafanzeige erstatten gegen diejenigen, die schon 4 Tage vor der Katastrophe wussten, was auf uns zukommt. Die 4 Tage vorher wussten, was in diesem Land passiert. Diese Verantwortung müssen diese Politiker übernehmen. Zum Schluss noch ganz mein persönliches Thema, unsere Soldaten, vor allem die Soldaten, die im Auslandseinsatz sind. Wir haben immer, und das können die Kollegen hier bestätigen, wir haben immer im Deutschen Bundestag gegen Auslandseinsätze gestimmt. Wir haben gute Gründe, dass die deutsche Bundeswehr nicht in alle Herren Länder geschickt werden soll. Das wisst ihr, das steht auch im Parteiprogramm. Dafür haben wir uns immer stark gemacht. Aber wenn wir Soldaten, wenn die Bundesregierung Soldaten nach Afghanistan schickt, wenn sie die nach Mali schickt, dann müssen verdammt nochmal die Soldaten gut ausgebildet werden und sie müssen geschützt werden und sie müssen die gute Ausrüstung bekommen. Und wenn sie dann zurückkommen, wenn sie dann aus dem scharfen Einsatz zurückkommen, dann bekommen sie Wertschätzung und sie müssen dafür Dank bekommen, dass sie ihr Leben riskiert haben für dieses Land. Und das ist für die Afghanistan-Heimkehrer nicht passiert. Das fordern wir ein und dafür kämpfen wir auch im Deutschen Bundestag. Liebe Freunde, Deutschland, aber normal. Ich glaube, jeder von uns, der im Infostand steht, der mit Nachbarn spricht, der mit Freunden spricht, auch diejenigen, die sagen, oh, AfD, habe ich Berührungsängste, aber Deutschland abnormal, das wünschen sich die Menschen in diesem Lande. Lasst uns kämpfen, lasst uns geschlossen in den Wahlkampf gehen und lasst uns punkten, damit wir Deutschland wieder zu einer Nation machen, dass wir unserem deutschen Volk wieder eine Zukunft bringen können. Dankeschön, liebe Freunde.